Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um Geräuschsuche. Diesmal allerdings mit einem etwas anderen Ansatz als beim letzten Mal. Bleibt dran! Beim letzten Mal ging es um Körperschallmikrofone und in diesem Fall geht es um Ultraschallmikrofonierung. Schauen wir uns den Inhalt des Koffers mal ein bisschen genauer an. Schauen wir uns als erstes mal das Hauptgerät an. Dieses Gerät hier hat hier unten einen Kopfhöreranschluss, das Batteriefach. Hier oben eine Aufnahme für einen dieser beiden Stäbe, beziehungsweise das ist ein Rohr, das ist ein Stab, kommen wir gleich dazu. Und wie man unschwer erkennen kann, wird das hier vorne montiert. Das nächste Gerät, welches beiliegt, ist ein Ultraschallsender, den man dann entsprechend mit einem Tastendruck einschaltet. Könnt ihr es hören? Ja, liegt daran, dass man Ultraschall nicht hören kann. War ja klar. Damit wir dann doch was hören können, haben wir ja den Empfänger und Kopfhörer dazu. Und dann haben wir noch diese beiden Aufsätze. Einmal das Rohr. Ist wirklich einfach ein Kunststoffrohr. Das wird dann hier aufgesetzt und kann dann hier befestigt werden. Und mit dieser Konfiguration, mit dem Rohr, ist es jetzt möglich, alles, was mit Luft oder Gas zu tun hat, zu detektieren. Also ausströmende Luft aus Reifen, ausströmendes Klimagas aus der Klimaanlage, also Kältemittel. Undichtigkeiten im Motorraum betreffend Unterdruckschläuche. Alles das ist hiermit machbar. Und sogar noch eine Kleinigkeit mehr. Der Horror an solches ist ja, wenn man in einem Ballungsraum ist, in der Stadt, und bekommt den Auftrag Windgeräusche über 240. Na, viel Spaß. Mit dem Gerät findest du Windgeräusche im Stand, wenn es sich um undichte Dichtungen oder Ähnliches handelt. Die zweite Variante ist der Stab und wahrscheinlich ahnst du es jetzt schon. Letztes Mal habe ich da was von einem Schraubendreher erzählt und hier ist es genauso. Wir können hiermit Körperschall detektieren. Also defekte Lager oder andere Dinge. So, dann beginnen wir mal mit dem Körperschall. Nehme ich mir den Stab. Ich lege das hier mal ein Stück auf Seite, nehme mir das eigentliche Gerät, packe den Stab da rein. Was ich eben noch nicht erzählt habe, hier an der Seite befindet sich ein Rad zum Einschalten und Lautstärke einstellen. Noch schalten wir es nicht ein. Ich werde mich jetzt noch mit dem Kopfhörer ausrüsten. Den Kopfhörer stecken wir hier unten ein. Jetzt habe ich hier noch ein Testobjekt. Eine in Ehren ergraute Lichtmaschine, hätte ich bald gesagt. Generator natürlich. Und mal eben das Lager hören. Hört man was? Nun, die ist wirklich gut gealtert. Aber ich wette, das Lager macht Geräusche. Mal das Gerät mal einschalten. Ich mache es mal möglichst laut, so dass ihr auch was hört. Also hier ist tatsächlich Lagergeräusch zu hören. So, nichts. Das war schon mal die erste Prüfung zum Thema Körperschall. Natürlich interessiert uns nicht nur der Körperschall, vielleicht sogar noch am wenigsten der Körperschall. Vielmehr interessiert uns möglicherweise, was man mit dem Rohr und dem Sender machen kann. Also bauen wir das Rohr auf. Und damit wir mal hören, wie sich der Sender eigentlich anhört, ich mache das mal recht laut, ich hoffe, richte die beiden mal ein bisschen aufeinander und schalte den Sender ein. Ich hoffe, das kann man jetzt gut hören.
Also je weiter ich mich entferne, desto leiser wird's. Und wenn ich näher komme, dann hört man es wieder sehr deutlich. Und das wenden wir jetzt einfach mal am Auto an und suchen Windgeräusche. So, wir sind nun voll ausgerüstet hier am Fahrzeug mit Sender, Empfänger, Kopfhörer und wir vermuten eine Undichtigkeit in diesem Bereich an der Tür. Und um das festzustellen, müssten wir jetzt entweder eine Probefahrt machen, wenn man alleine ist, eher blöd. Wir haben aber das Gerät. Das heißt, wir öffnen die Tür, schalten unser Gerät ein und richten es mit der Öffnung in die Richtung, wo wir die Undichtigkeit vermuten. Also so grob auf die Tür. Ich gebe dir mal den Kopfhörer in der Hoffnung, dass das jetzt deutlich zu hören ist. Türe schließen und Ruhe ist. Wir fahren langsam die Dichtung ab. Ein ganz klein bisschen ist hier oben. Ja, und da ist eigentlich gut dicht. Aber wir können ein bisschen nachhelfen. Normalerweise müsste man das jetzt gut hören. Ich glaube, das war ganz gut zu hören. So einfach kann es sein. Eine Sache könnte vielleicht noch nützlich sein. Die Parksensorik, die kannst du auch nicht prüfen mit dem Ohr. Mit dem Gerät schon. Funktioniert. So, und das war die Vorstellung des Bushing Leck- und Geräuschsuchgeräts. Vielleicht findest du es ja interessant, vielleicht ist es was für dich. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, das Video hat dir Spaß gemacht und dir gefallen. Lass gerne einen Kommentar da und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.